Michael Breitenbrücker von Speedinvest. Sie sind einer der Vortragenden beim 5. Voll-AT-Forum zum Thema Innovationsmanagement. Sie bei Speedinvest sind eigentlich ein Risikokapitalgeber. Sie geben Startups Geld, um ihre Ideen umzusetzen. Was machen Sie eigentlich fest, was eine gute Idee ist, was das Risiko wert ist und wo sagen Sie, das ist uns zu riskant? An was machen Sie das fest? Also wir sind auf der einen Seite natürlich sehr connected in diesem ganzen Technologieumfeld. Wir haben da, also wir wissen, wo läuft gerade was und wo ist so quasi der Stand der Technik. Das ist das eine. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, wir schauen uns halt die Teams ganz genau an. Denn unsere Erfahrung ist halt die, dass eine gute Idee kann so quasi scheitern, ja, aber ein gutes Team kann es immer noch dann zu einem positiven quasi Ende führen. Ja. Da ist ein sehr großes Schlagwort, das ist dann Pivoting. Wir eigentlich verlangen von unseren Startups, dass sie sehr agnostisch sind, was ihr Fortschritt angeht und dann auch sehr schnell auf beispielsweise veränderte Marktsituationen oder verändertes kompetitives Umfeld reagieren können. Und das machen vor allem gute Teams. Also Founder-Teams ist eigentlich das allererste Kriterium, das wir uns anschauen. Ja. Außer natürlich die Idee oder ich sage mal das Konzept, das hinter dem Startup steht, das ist komplett daneben, dann tut es uns leid. Aber wie gesagt, Team ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Und dann ist es sehr oft auch ganz einfache Sachen, wie sind wir so quasi begeistert von dem Konzept. Ja? Also wenn wir nicht überzeugt sind, dann ist es eh, also einfach auch auf dem persönlichen Level, ja? Wenn du die Software ausprobierst oder die Hardware ausprobierst, ja? Und du hast keines, fasziniert dich nicht, dann ist das natürlich, das ist nicht so gut.